Hi, hello everyone. I'm Phil. I'm with the Giordano Bruno Foundation, and I'm very happy to be here today to contribute my part to the atheist perspective in our future. And I'm also very happy to see so many English-speaking people, but I'm also sad because my whole speech will be in German. This is due to the fact that I used to work as a teacher for mostly pupils who had an Migrationshintergrund, migration background probably, from Muslim countries, and they had a very special talking, and I have some parts of this talking, and so it would be very hard for me to translate it, but still I will try to translate maybe the most important parts so you can get the basic stuff. I'm also very happy that we were just talking about education, because just as my colleague Michael Schmidt-Salomon, I will talk about education too. This is because I'm just writing a book which will be published in September this year at the Bastei-Lübbe Verlag. And before I tell you how it came to this book, I will give you a little appetizer which will be in German. Es gibt also einen kleinen Appetithappen auf Deutsch. Als ich den Schulhof betrete, kommen zwei Fünftklässlerinnen mit türkischem Migrationshintergrund auf mich zu. Herr Müller, fragt mich die Größere von beiden aufgebracht. Glaubst du bei Gott? Nein, antworte ich ruhig, woraufhin beide eine hasserfüllte Miene aufsetzen. Ich hasse dich, giftet die Kleinere mich an. Glaubst du bei Jesus? Will sie dann wissen. Wieder verneine ich. Und dann ist okay. Is this actually supposed to be for me? It's so far away. I have to get something to drink because there are some words which need to moisten my mouth. Ja, mit diesen Worten endet das Kapitel Schwule Dinosaurier in meinem Buch, das den schönen Titel trägt Ich geh Schulhof. Ich geh Schulhof wird ein schonungslos ehrlicher, teilweise witziger, aber auch schockierender Erfahrungsbericht aus meiner mehr als zweijährigen Tätigkeit als Dauervertretungslehrer an einer Berliner Grundschule. Im Gegensatz zu diversen anderen vergleichbaren Titeln, die bereits auf dem Markt sind, habe ich versucht, diesen Bericht mit pädagogischen, psychologischen, politischen, teilweise auch philosophischen Reflexionen anzureichern. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Deshalb, so argumentiere ich auch im Buch, stellen Schulen, vor allem Grundschulen, die wichtigsten Institutionen einer selbstbestimmten, aufgeklärten und toleranten Gesellschaft dar. Und dementsprechend ist die deutsche Bildungskatastrophe auf dem besten Wege, sich zu einer Sozialkatastrophe auszuweiten, deren Ausmaße wir bisher höchstens erahnen können. So what I'm actually doing is I'm writing a book about my 2 years of being a teacher, which was so frustrating and actually shocking that I decided to write it down. And luckily I met an editor and she said, come on Phil, write it down, it's gonna be great. And she likes it and will be published. And what it is actually, it is a statement for taking much, much, much more care of education. Wer sich also dazu entschieden hat, über den Atheismus hinaus eine Weltanschauung zu vertreten und aktiv zu fördern, die sich auf Wissenschaft, Philosophie und Kunst stützt, die das Wohlergehen der Lebewesen dieses Planeten im Blick hat, der wird nicht drum herumkommen, sich der massiven Bildungsmisere unseres Landes zu widmen. Genau deshalb habe ich mich dazu entschieden, Ihnen anhand einiger Auszüge aus meinem Manuskript zu verdeutlichen, mit welch heftigen weltanschaulichen Herausforderungen Lehrer, Erzieher, Mitschüler, früher oder später die gesamte Gesellschaft, teilweise konfrontiert sind, und wage darüber hinaus sogar die These, dass die Bildungskatastrophe, die ich hautnah erlebt habe, das soziale Klima in Deutschland so massiv verschärfen wird und unsere aktuellen Auseinandersetzungen mit Religion und dem restlichen esoterischen Quatsch bei all seiner Relevanz letztlich zweitrangig erscheinen lassen werden. Bevor ich Ihnen aber vorlese, wie es überhaupt dazu kam, dass also ein 11-jähriges Mädchen tatsächlich sich dazu berufen fühlte, mir, ihrem Lehrer, zu sagen, dass sie ihn hasst. I told her that I don't believe in God, and so she said, I hate you. Saying something to a teacher, well, pretty curious, would you say so?
I will tell you guys first, oder ich mache es wieder auf Deutsch, werde Ihnen erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich Lehrer wurde. Das ist deswegen relevant, weil die Bildungskatastrophe, zumindest in Berlin, so weit fortgeschritten ist, dass quasi jeder Lehrer werden kann, so nach dem Motto, if you can read this, you're overqualified. Und als ich im Winter 2008 mein Studium abgeschlossen hatte, als Diplompädagoge mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, hatte also mit Grundschulbildung überhaupt nichts zu tun, hatte ich mich bereits mit Evolutionspsychologie, aber vor allem auch mit Hirnforschung auseinandergesetzt. Mein Interesse am Berufsatheismus war also sozusagen schon entwickelt. Ich bin ja dann auch in die Buskampagne eingestiegen und gleichzeitig hab ich einen Job als Assistent der Schulleitung bekommen. Und weil es eben so leicht ist, offensichtlich Lehrer zu werden, wurde ich schon wenige Wochen später gefragt, ob ich nicht Lehrer werden möchte. Das ginge. So, you can be a teacher, it's no problem. You didn't study to be a teacher, but you can do it. What you want to teach? German, Mathematics, Sports, Music, English, you can do it all, it's no problem. Okay, so, also das habe ich gemacht. Ich bin also Lehrer geworden. Man hört und liest ja so einiges über die Zustände an deutschen Schulen. Aber ich kann Ihnen versichern, was ich in den folgenden 2 Jahren erlebt habe, hat sämtliche meiner Vorstellungen gesprengt über den Fortschritt der Bildungsmisere. Das ging also los bei vollkommen verrotteten, vermoderten Schulgebäuden, unrenovierten Klassenräumen, stinkenden Toiletten, ging weiter bei einer Schulleitung. Und ich habe nicht nur eine Schulleitung erlebt, sondern auch mehrere, gerade auch auf Konferenzen und so, die regelmäßig zwischen ja, Zweckoptimismus und Resignation schwanken, bei Lehrern ähnlich. Im besten Fall haben die Lehrer also noch so eine Art Galgenhumor entwickelt. Was auch kein Wunder ist, wir waren also täglich konfrontiert mit der Arbeit mit Kindern, ich sage es mal vorsichtig, bildungsferner Eltern und allem, was dazugehört. Extrem hohe Gewaltbereitschaft teilweise, geringe Frustrationstoleranz auf der anderen Seite, massive Sprachprobleme, extrem wenig Leistungsmotivation, dazu tägliche Frechheiten, Beschimpfungen, sogar Handgreiflichkeiten, das ist mir auch einmal passiert. Kognitive, emotional-soziale, psychomotorische Defizite. Zusammengefasst wird das Ganze in lustigen Abkürzungen namens ADHS, LRS, also Lese-Rechtschreibschwäche, NDH, nicht deutsche Herkunft, oder LMB, lernmittelbefreit. Das heißt also, dass man einfach kein Geld hat, um die Lernmittel zu bezahlen. Und eben mit den Themen, um die es heute auch gehen soll, Antisemitismus, Kreationismus, Sexismus, Homophobie, allesamt religiös motiviert. So I was confronted with children who were Anti-Semitism, Creationists, Sexists and Homophobes and all in the age of elementary school. Dazu gab es eine Schlüsselszene und zwar während eines Klassenausflugs zum Bowling. Doch weil ich nicht davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen mit dem vertraut sind, was die Kids liebevoll Kanaksprach nennen, gibt es im Vorab ein kurzes Glossar und dazu muss ich wieder einen Schluck trinken. Eines der wichtigsten Worte, was Sie auch noch hören werden, ist Wallah. Man darf das auch nicht einfach so Wallah aussprechen, so nebenher. Man muss so Wallah sagen. Wallah! Wallah, Herr Müller! Ich wurde übrigens auch immer Müller genannt, obwohl ich ja Möller heiße. Auch mehrfach versucht, das zu korrigieren. Ich habe gesagt, mit Ö wie Döner und dann war ich Herr Möller. War auch nicht so cool. Wallah wird meist verwendet, wenn geschwört wird. Das heißt ja also auch sowas wie bei Gott und ist meistens Zusatz zu einem Schwur. Verschiedene Ausdrücke werden Sie kennenlernen, die Ausdrücke des Erstaunens sind, wie beispielsweise Oha, Abo und Tschüss. Es ist sehr wichtig, dass man es genauso lang zieht. Beispiele wären Tschüss, Herr Müller, Abo, er hat Touch-Handy, Oha. Übrigens wurde ich auch immer geduzt. Ich habe einmal versucht zu erklären, dass man Erwachsene siezt. Dann hieß es: Wieso sie? Du bist doch keine Frau. Habe ich also auch bleiben lassen. Ganz wichtig ist auch, dass der Begriff, also der Laut, was man, nicht mehr existiert, sondern es heißt immer ich. Was bei dem Wort ich eigentlich am besten ist, vor allen Dingen, wenn es darum geht, ich habe, wird daraus ich habe. Das heißt, ich weiß, wird daraus Schweiß. Und wenn es heißt, ich heiße, wird daraus Scheiße. Präpositionen und Artikel fallen vollkommen weg und so ist eben auch der Titel des Buches entstanden. Ich geh Schulhof. Maybe in English you could say Migo Schoolyard.
Insgesamt muss ganz viel geschworen werden auf Allah, auf das Heimatland oder auch auf die eigene Mutter. Teilweise gibt es das auch als Herausforderung. Schwör mal bei deiner Mutter, schwör mal bei Türkei, schwör mal Allah. Und ganz wichtig ist dazu immer die Handbewegung, die ganz klar auf den Gegner gerichtet werden muss. Und dann muss es heißen, Wallah, schwör mal bei deiner Mutter, ja, Herr Müller. So ungefähr. Interessant ist auch der Satzbau. Meisten Sätze beginnen mit dem Satz, mit dem Wort Kummer. Also Kummer heißt guck mal. Kummer, Herr Müller. Ich gehe so, dann er sagt so. Dann ich gebe Ihnen eine Bombe, wallah, dann er sagt so, weggeht, Platz vergeht. Das ist also ungefähr ein Standardsatz, der mir häufig begegnet ist. Und mein Lieblingswort, das zum Abschluss, ist das Wort, was Sie eben auch schon gehört haben. Bedeutet letztlich nur Nein und lautet. Muss natürlich im Kontext geschehen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sportsachen dabei? Leicht angedeutetes Kopfschütteln dazu? Schlafzimmerblick? Hast du ihm wirklich nicht die Nase blutig gehauen? Herr Müller. So you English speaking people will see this is pretty hard to translate. Was für uns sehr witzig erscheint, stellt für diese Kinder natürlich eine extrem krasse Hürde dar, gerade auch mit Ausblick auf spätere Ausbildungsplätze oder ähnliches. Ich möchte auch den Hinweis darauf geben, dass es sich dabei nicht nur um Kinder mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund gehandelt hat, die so sprechen, sondern auch viele Kinder anderer Nationen, auch Kinder mit deutschem Migrationshintergrund, sagt man nicht, nein, Kinder mit deutschem Hintergrund. Und was ich dazu sagen muss, bevor es also in das Kapitel Schwule Dinosaurier geht, natürlich habe ich alle Namen von Personen und Orten geändert. Ich steige in der Szene ein, wo wir mit der U-Bahn unterwegs sind, zur Bowlingbahn. Während der Fahrt haben die Mädels um Samira herum einen Mann mit langen Haaren entdeckt, zeigen auf ihn und lachen sich kaputt. Einige der Jungs erzählen sich gegenseitig Lügengeschichten und schwören dann auch auf Allah und ihre Mutter, alles sei genau so passiert. Bis die freundliche U-Bahn-Stimme den Gärtnerplatz als nächste Station ankündigt, verläuft die Fahrt also ohne nennenswerte Zwischenfälle. So Leute, wir steigen aus, rufe ich im üblichen Militärton durch den Waggon, den ich mir schon längst angewöhnt habe. Weil Nettigkeit meist als Schwäche aufgefasst wird, bin ich bei der Arbeit im Kiez zur frontalpädagogischen Dampfmaschine geworden. Die Kids sammeln sich an den Türen, streiten sich heftig um die Betätigung des Türöffners und stürmen dann auf den Bahnsteig, wobei zwei Kinder hinfallen und sich nur mühevoll wieder aufrappeln können. Dort angekommen, gebe ich den Kids zu verstehen, dass wir nun gemeinsam nach oben gehen, um dort zu entscheiden, wie wir die restliche Zeit verbringen. Der Klassenlehrer hatte wohl mit viel Kulanz geplant und so haben wir noch eine knappe Stunde Zeit bis zu unserem Termin auf der Bowlingbahn. Herr Müller, lass mal schon mal Bowling gehen und da chillen, Klingeltöne verschicken. Erreicht mich bereits auf dem Weg nach oben der erste Vorschlag, den ich natürlich direkt abschmettere. Stattdessen schlage ich einen Spaziergang durch den Gärtnerkiez vor, denn obwohl der Sommer schon eindeutig vorüber ist, herrscht draußen noch recht sonniges und mildes Wetter. Mein Vorschlag stößt auf wenig Begeisterung, doch mal wieder scheinen die Kids den Befehlscharakter meiner Vorschläge zu unterschätzen. Oben angekommen möchte ich die heimatkundlichen Kenntnisse meiner Klasse auf die Probe stellen und frage in die Runde, wo wir uns nun befinden. Gärtnerplatz, voila, ruft Oktay missmutig aus dem hinteren Teil der Kindertraube, die ich um mich geschart habe. Genau, Oktay. Wisst ihr auch, wofür diese Gegend berühmt ist, wer hier so wohnt? Ich weiß nicht, überlegt er. Opfer? Juden? Bevor mir die Tragweite seiner Gedanken bewusst wird, kläre ich ihn darüber auf, dass es sich beim Gärtnerplatz um Berlins berühmtesten Schwulenkiez handelt. Allgemeine Bestürzung bricht aus. Einige der Mädels verstecken sich ängstlich hinter ihren Freundinnen. Angeekelte Gesichter mischen sich mit hysterischem Gelächter. Abo, wo hast du uns hingebracht, Herr Müller? Bist du verrückt? Fragt Aygül. Ich weiß natürlich, dass das Thema Sexualität, vor allem Homosexualität, in diesem Alter gern zu Lachsalven führt. Aber dies hier ist etwas anderes. Die Kids wirken völlig verstört auf mich, nahezu entrüstet. Herr Müller, Schwulheit ist verboten, erklärt mir Oktay. Von Gott. Na, herzlichen Glückwunsch. Religiös bedingte Intoleranz in der 6. Klasse. Ich bin kurz davor, den Ausflug abzubrechen. Zu guter Letzt erklärt er mir dann auch noch stolz, dass seine Mutter ihm das beigebracht hat. Um eine Begründung für das Homo-Verbot gebeten, ist es dann allerdings die sonst so stille Medina, die den weltanschaulichen Vogel abschießt. Adam und Eva, sie waren auch nicht schwul, erklärt sie in vollem Brustton der Überzeugung. Sonst würde es uns jetzt nicht geben.
stehe mit offenem Mund vor der Klasse und staune. Wie schafft man es bloß, Menschen von einem solchen Unsinn zu überzeugen? Das funktioniert offensichtlich nur bei Kleinkindern, denn die sind nun einmal darauf angewiesen, uns Erwachsenen jeden Quatsch abzukaufen. Aber Medina, beginne ich noch immer leicht schockiert, Adam und Eva haben nie existiert. Das ist nur ein Märchen, so wie Hänsel und Gretel oder Harry Potter. Wir Menschen wurden nicht gebastelt, sondern sind entstanden, wie alle anderen Lebewesen auch. Nun starren die Kids mich mit offenen Mündern an. Aber wenn ich schon dabei bin, denke ich mir, rücke ich gleich mit der ganzen Wahrheit heraus und erkläre den Kids, dass manche Männer sich halt in Männer verlieben, manche Frauen eben in Frauen. Da habe ich wohl einen offenen Nerv getroffen. Die Kids stehen wie angewurzelt mit offenem Mund da und gucken, als hätte ihnen gerade jemand erzählt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ob ich das noch hinterher schieben soll? Nein. Meine Entrüstung über diese Haltung verdirbt mir jeglichen Spaß an der Desillusion. Jetzt reicht's. Strafspaziergang durch den Kiez, volle 45 Minuten. Vorbei an Männern, die Arm in Arm mit knallengen Lederhosen durch die Straßen laufen. Vorbei an all den belebten Cafés mit Regenbogenflagge und fast ausschließlich männlichem Publikum. Schocktherapie gegen Homophobie. Kids können schließlich nichts dafür. Aber, und auch deren Eltern wurde dieser Unsinn vermutlich schon im Kindesalter eingetrichtert. Aber als entschiedener Verfechter der Toleranz bin ich nicht bereit, eine solche Intoleranz zu billigen. Am Kreisverkehr des Platzes angekommen, drehe ich mich zu den Kids um, breite die Arme aus und heiße die Klasse herzlich willkommen in Berlin des 21. Jahrhunderts, in dem jeder so schwul oder lesbisch sein darf, wie er oder sie will. Mit gespielter Einsicht schaltet sich nun Melek ein und erklärt mir, dass natürlich jeder so schwul sein könne, wie er wolle, widerspricht ihrer Pseudotoleranz aber bereits im nächsten Satz. Kummer, Herr Müller. Allah, er hat's verboten. Also diese Schwulen, sie sind alle Sünder, sie kommen Hölle. Meine Frage, ob ich mit diesem gewissen Herrn Allah mal persönlich sprechen könne, verschränkt Melek die Arme und schüttelt energisch den Kopf. Aber ich schwöre, es gibt ihm und du kannst nicht beweisen, dass es ihm nicht gibt. Im ersten Moment klingt das natürlich nach einem starken Argument, aber würde ich an alles glauben, dessen Nicht-Existenz ich nicht beweisen kann, dann wäre ich angesichts der Zwerge, Elfen, Götter, Einhörner und sonstigen Fantasiewesen wahrscheinlich schon längst verrückt geworden. Dass die Beweislast für eine Behauptung beim Behauptenden liegt, ist ja schon für manche Erwachsenen schwer verdaulich, also muss ich in dieser Altersstufe wohl mit einem eher plastischen Beispiel arbeiten. Konfrontiere Melek also mit der Behauptung, in meinem Garten stände ein unsichtbarer Dinosaurier, der allen Menschen verbietet, Süßigkeiten zu essen. Um meiner Aussage noch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, schwöre ich am Ende meiner Ausführungen theatralisch auf den heiligen Saurus Rexus. Abschließend imitiere ich ihre Kinderargumentation inklusive Kanaksprach. Und du kannst nicht beweisen, dass es ihm nicht gibt. Kids lachen sich kaputt, nur Melek ist offensichtlich aufgebracht. Mit einem Lolli im Mund erklärt sie mir, dass sie mir kein Wort glaubt. Dann wird sie still und denkt nach. Ich kann den sprichwörtlichen Groschen in ihrem Kopf fast fallen hören. Als sie verstanden hat, worauf ich hinaus will, kontert sie mit dem stärksten Argument, das ich von einer Sechstklässlerin erwarten kann. Du bist doof, sagt sie entschieden und streckt mir die blau gefärbte Lolli-Zunge raus. Auch Ali scheint meinen Dino-Vergleich verstanden zu haben. Auf jeden. Kummer, Herr Müller, brüllt er begeistert. Ich sage so, ein durchsichtiger Geist, der hat mir verboten, Dings Hausaufgaben machen. Dann, du musst mir auch nicht glauben. Zufrieden stimme ich ihm zu. Nachdem ich den Kids also die Grundzüge des kritischen Denkens verdeutlicht habe, setzen wir unseren Spaziergang durch den Kiez fort. Obwohl dieses Areal nur wenige Kilometer Luftlinie vom Wohnort meiner Schüler entfernt ist, erwecken einige von ihnen den Eindruck, sich auf einem anderen Planeten zu befinden. Um Missverständnissen vorzubeugen, nehme ich mich gegen Ende unseres Spaziergangs noch einmal der etwas verwirrten Fraktion um Melek und Oktay an und erkläre ihnen, dass in Deutschland jeder das Recht hat zu glauben, woran er will. Ich verdeutliche ihnen aber auch, dass die Vorschriften eines Glaubens immer nur für diejenigen gelten, die dieser Glaubensgemeinschaft angehören, nicht für andere. Glaubt, was ihr wollt und macht, was ihr wollt, solange ihr die Freiheiten anderer damit nicht verletzt. Okay, schließe ich mein Statement ab, als wir unser Ziel erreichen. Das Chaos auf der Bowlingbahn ist nicht größer als erwartet und so verläuft der restliche Ausflug relativ gelassen. Die Nachricht von meiner Lektion in Selbstbestimmungsrechten scheint in der Schule jedoch schnell die Runde gemacht zu haben. Und genau da kommt die Stelle, wo ich dann halt am nächsten Tag angesprochen werde und gefragt wird, Herr Müller, glaubst du bei Gott? Nein, ich hasse dich. Ja, es waren übrigens hauptsächlich die Mädels aus muslimischen Elternhäusern, die mir in den folgenden Tagen massiv auf den Keks gegangen sind mit so Fragen wie, und was war vor dem Affen? Und was war davor? Und was war davor? Ich habe dann irgendwann ganz dreist Susi Neunmal Klug erklärt, die Evolution von Michael Schmitz-Hallemann und Helge Nünke mitgebracht.
und habe es einfach ungehemmt in der Klasse vorgelesen. Die Frage, die wir vielleicht auch danach diskutieren können, wie weit können, dürfen oder sollten Lehrer gehen, wenn es um Aufklärung in Sachen Religion geht? Um die Antwort schon mal etwas vorwegzunehmen, erinnere ich in diesem Zusammenhang auch an das Schulgesetz. Das ist ja in jedem Bundesland unterschiedlich, aber in Berlin kann man in Paragraph 1 Folgendes lesen. Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen. Okay. Und ihnen, Achtung, ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und Können zu vermitteln. Damit sollte eigentlich schon klar sein, ob Religionsunterricht tatsächlich an öffentlichen Schulen unterrichtet werden sollte. Weiter heißt es in Paragraph 1, Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten. Sowie das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde, der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit Natur und Umwelt zu gestalten. Weil der Paragraph so schön ist, lese ich den Rest auch noch vor. Diese Persönlichkeiten müssen sich der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst sein und ihre Haltung muss bestimmt werden von der Anerkennung der Gleichberechtigung aller Menschen, von der Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung und von der Anerkennung der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie einer friedlichen Verständigung der Völker. Und es schließt dieser Paragraph mit einem Satz, um den uns bayerische Humanisten vielleicht sogar beneiden würden. Dabei sollen die Antike, das Christentum und die für die Entwicklung zum Humanismus, zur Freiheit und zur Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen ihren Platz finden. Das ist doch mal ein Paragraph 1. Ich muss wieder trinken. Also Humanismus, Freiheit und Demokratie als bestrebenswerte Zustände. Ich denke, das spricht für sich. Yeah, I will try to tell you in English what I was just talking about. No, actually, all that happened is that I went outside the school with the pupils for a bowling alley. And because we had some time, we took a walk through an area which is in Berlin famous for gay people living there. So I told them, and so they were asking, so where did you brought us? Are you crazy? They were kind of afraid, and so I told them that there is actually no problem with being gay or lesbian or whatever. But their reaction was pretty interesting because they said it's forbidden by God, and so I was asking if I could talk to that Mr. God, and they said no, but I'm sure he is there and you can't prove he isn't. And so actually what I said is that people who who claim something have to prove that their claim is true and not everybody else. Okay, ich berichte in diesem Zusammenhang noch von einem anderen Fall, den ich ganz am Anfang meiner Karriere als Lehrer erlebt habe. Die erste Klasse, die mir zugewiesen wurde, war eine vierte Klasse in Mathematik. Die schwierigste Klasse der ganzen Schule mit Abstand, natürlich. Warum sollte man dem jüngsten Quereinsteiger nicht eine andere Klasse geben. Die Klassenlehrerin hat die Klassenfahrt abgesagt, deswegen haben wir in der Schule übernachtet. Was für die Geschichte eigentlich unwichtig ist, wichtiger ist, dass ich dadurch die Möglichkeit hatte, am Samstag früh mal den Religionsraum zu inspizieren. Denn ich war schon ins Gespräch gekommen mit der Religionslehrerin, der evangelischen Religionslehrerin unserer Schule. Ich war ja schon in der Buskampagne, habe mit über meinen Überzeugungen noch so ein bisschen hinterm Berg gehalten, weil ich dachte, noch mal hören, was sie so erzählt. Er sagte, naja, weißt du was, Philipp, in Osten war ich ja quasi ja nicht gewesen. Denn war ich ja mehr so ein bisschen Satanismus, auch Esoterik. Und dann habe ich mir den Weg zum Herrn Jesus Christus. Ja, bei so einer Dame schaut man sich den Religionsraum doch mal näher an. Und siehe da, was entdecke ich natürlich? Feinstes Kreationismusmaterial, Studiengemeinschaft Wort und Wissen, Evolutionskritik, das volle Programm. Ja, was macht man? Die Schüler wussten ja, dass ich bereits in der Buskampagne bin und fragten mich dann auch, Herr Müller, wie kannst du behaupten, es gibt keinen Gott? Und dann habe ich denen auch nochmal erklärt. Ich behaupte das nicht. Ich sage einfach nur, wer eine Behauptung aufstellt, der muss sie auch belegen. Und wenn er es nicht kann, dann gehe ich davon aus, dass es nicht stimmt. Weil ansonsten würde ich ja verrückt werden. Das verstehen in der Regel ja auch Kinder, wenn man das noch ein bisschen langsamer sagt. Daraufhin ist ein besonders findiger Junge in der nächsten Religionsstunde zu seiner Lehrerin gegangen und hat gesagt,
ich bin Gott, beweisen Sie mir das Gegenteil. Fitter Junge. Die Lehrerin hat sich natürlich gedacht, nach die alle Kür dir trapsen. Die wusste, wo, die hat den Braten gerochen und hat sich natürlich sofort bei der Schulleitung über mich beschwert. Daraufhin wurde ich zur Schulleitung zitiert. Und dann hieß es, Herr Möller, ich beobachte Ihr Engagement für diese Buskampagne nun schon seit längerem und ich toleriere das auch. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich meine Kraft für diesen Beruf aus dem evangelischen Glauben ziehe. Ungefähr so sah die Schulleitung auch aus. Und ich verbiete Ihnen, den Kindern beizubringen, dass es keinen Gott gibt. Also habe ich nochmal richtig gestellt, dass ich das nicht gesagt habe. Ich habe es auch schriftlich gemacht, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht kommt es ja zum Eklat, wäre eigentlich ganz witzig. Vielleicht fliege ich ja sogar von der Schule. Ist leider nicht passiert. Wäre eigentlich ein guter PR-Aufhänger gewesen. Ich habe es schriftlich gemacht, habe es auch der Religionslehrerin ins Fach gelegt, war daraufhin 3 Wochen krank tatsächlich. Und als sie dann wiederkam, sagte sie, Philipp, ich war sehr traurig über deinen Brief gewesen, dass du so was von intolerant bist. Tut mir in der Seele weh. Ich habe 3 Tage lang geheult. Und dann habe ich dir einen Brief zurückgeschrieben. Aber meine Chefin von der Evangelischen Kirche Deutschland hat mir verboten, den abzuschicken. Ja, die wusste nämlich auch, was Sache ist wahrscheinlich. Also was ich damit sagen will, es gibt also auch im sehr konfessionsfreien Berlin des 21. Jahrhunderts Fälle, in denen an ganz normalen staatlichen Schulen Kreationismusunterricht stattfindet. Offensichtlich weiß die Schulleitung davon, offensichtlich weiß auch die EKD, die ja irgendwie verantwortlich ist davon. Und das finde ich schon ein starkes Stück. Bevor wir aber in die Diskussion gehen, möchte ich Ihnen noch einen letzten Impuls geben, und zwar zum Thema Sexismus. Und dazu lese ich eine kurze Passage aus dem Kapitel Voll Porno, Alter. War also so, dass eine Kollegin auf mich zukam mit der Bitte, den sexuellen Aufklärungsunterricht mit 6. Klässlern durchzuführen, mit den Jungs. Auch dort hauptsächlich Jungs mit muslimischem Migrationshintergrund. Viele von denen waren, wir hatten das Thema Pornografie und viele von denen waren schon erstaunlich tief vorgedrungen in die Tiefen des virtuellen Pornonetzes. Und so stellte ich irgendwann die Frage, ob Pornos der Realität entsprechen. Pornos sind noch geiler als echter Sex, ruft einer der Schüler und streichelt mit wildem Blick die Frau, die er sich gerade auf seinem Schoß vorstellt. Als die Lacher verklungen sind, erkläre ich, dass die Perspektive, aus denen Pornos meist gedreht sind, nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Weil Frauen dort häufig als minderwertig dargestellt werden, warne ich die Jungs davor, sich an dem Verhalten männlicher Pornodarsteller im echten Leben ein Beispiel zu nehmen. Wieso nicht, will Dragan verwundert wissen. Weil Frauen genauso viel wert sind und genauso viel zu sagen haben wie Männer, auch im Bett. Die Erklärung zu seiner Antwort, das hätte ich mir denken können, lässt mich zusammenzucken. Männer können alles bestimmen, sagt er selbstbewusst, weil wir können die Frauen in Fresse schlagen. Es ist zum Weglaufen, dieser Macho-Mist, diese Bereitschaft zur Gewalt gegenüber Schwächeren und diese Selbstverständlichkeit, mit der die Errungenschaften der Gleichberechtigungskämpfe mit Füßen getreten werden, lassen mich immer wieder erstarren. Nach Dragans erschütterndem Satz stehe ich einen Moment wie angewurzelt vor der Klasse und suche nach einer angemessenen Reaktion. Dann wird mir mal wieder klar, dass gegen Dummheit nur ein Kraut gewachsen ist, nämlich Bildung. Unter verwunderten Blicken der Schüler wische ich die Tafel ab und formuliere eine neue Überschrift. Männer und Frauen, nicht gleich, aber gleich wert. Dann unterstreiche ich das letzte Wort und frage Dragan, ob er tatsächlich meint, dass stärkere Menschen über schwächere Menschen bestimmen sollten. Er nickt. Dann bestimme ich, dass du morgen in einem pinken Kleid zur Schule kommst, befehle ich ihm streng, mit hochhackigen Schuhen, einer blonden Perücke und geschminkt. Als er mir widersprechen will, beuge ich mich zu ihm hinunter und füge leise hinzu, dass ich ihm sonst in die Fresse hauen würde. Dann herrscht Stille. Er überlegt, setzt mehrmals zum Sprechen an, überlegt weiter. Schließlich lächelt er mich verlegen an und erklärt mir dann einsichtig, dass es viele Fälle gäbe, in denen auch er unter dem Recht des Stärkeren leiden würde. In seiner Antwort entnehme ich, dass das Mitgefühl, das ich eben in ihm hervorgerufen habe, tatsächlich etwas bewirkt hat. Vorsichtshalber nehme ich meine Drohung von eben noch einmal zurück und nehme die Kids dann mit auf eine kleine Reise durch die jahrtausendelange Geschichte der Unterdrückung, Verfolgung und Hinrichtung vermeintlich Schwächerer.
Anhand von aktuellen Beispielen der Misshandlung von Frauen in weiten Teilen der Welt konfrontiere ich sie mit dem Fakt, dass es sich dabei um ihre Mütter, Schwestern, Cousinen, Tanten oder Freundinnen handeln könnte. Und um meine Ausführungen noch stärker in die Lebenswelt der Jungs zu transportieren, füge ich hinzu, dass es sich bei diesen Ländern teilweise um die Heimatländer ihrer Eltern handelt. Abschließend lese ich den Satz an der Tafel vor und mache den Kids klar, dass es natürlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, dass diese aber nur tendenziell sind und dass diese nicht zur Unterdrückung der einen durch die anderen führen dürfen. Wegen der ablehnenden Gesichter einiger Jungs mache ich noch einmal unmissverständlich klar, dass kein Mann einer erwachsenen Frau irgendwelche Vorschriften machen darf, weder über ihre Sexualpartner, ihre Kleidung, ihren Beruf oder ihre gesamte Lebensweise. Manche wirken darüber regelrecht empört, aber das ist mir egal. Wenn es um die allgemeine Gültigkeit der Menschenrechte geht, bin ich zu keinem Kompromiss bereit, vor allem nicht bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Anhand dieser Passagen ist hoffentlich soweit klar geworden, welche weltanschaulichen Herausforderungen, sage ich mal vorsichtig, an Lehrerinnen und Lehrer gestellt werden. Weil Schule natürlich auch immer ein Spiegel der Gesellschaft ist, ergeben sich meines Erachtens daraus Fragen, in denen wir hier im Raum uns relativ einig sein dürften, die aber in der deutschen Öffentlichkeit und Medienlandschaft hoffentlich noch heiß diskutiert werden. Zum Beispiel die Frage, sollten Lehrerinnen und Lehrer bestimmten Wertvorstellungen widersprechen, die die Selbstbestimmungsrechte einschränken? Wie weit bereitet man Lehrerinnen und Lehrer auf den Umgang mit derartigen Geisteshaltungen vor? Das ist wahrscheinlich nicht jeder Lehrer in der GBS und setzt sich mit solchen Themen auseinander. Eine der wichtigsten Fragen meines Erachtens, sind wir dumm genug, im Namen der Toleranz auch die Intoleranz zu tolerieren? Und eine letzte, auch sehr wichtige Frage, mindestens genauso wichtig, wie schaffen wir es, uns gegen Rechtspopulisten abzugrenzen, die die bitter nötige Kritik am Islam als Folie für ihre braune Propaganda nutzen? Vielleicht wäre der Zusammenstoß von Salafisten und der Gruppe Pro-NRW vor kurzem eine gute Möglichkeit gewesen, die Stimme der Vernunft laut werden zu lassen und sich von beiden Fundamentalisten zu distanzieren. Wie auch immer, ich denke, gerade vor dem Hintergrund der sehr, sehr sinnvollen Passagen aus dem Berliner Schulgesetz müssen wir Schulbildung, vor allem Grundschulbildung, immer als eine Art Impfung gegen jeglichen Schwachsinn betrachten, der auf Kinder und Jugendliche zwangsweise zukommen wird. Sei das nun Religion, Esoterik, aber auch Produktwerbung, Lebensmittelfälschung, jegliche Form des Extremismus und so weiter. Der Begriff Schwachsinn, und damit kommen wir auch wieder so ein bisschen zu den englisch sprechenden Leuten, der Begriff Schwachsinn lässt sich ja übrigens ins Englische am besten mit Bullshit übersetzen. Und wenn ich das Wort Bullshit höre, denke ich sofort an George Carlin. George Carlin said, "Children have to be told that there's bullshit coming down the road. They have to be warned that life is about detecting this bullshit and they must learn how to defend themselves from it." Ein anderer Spruch, der heute auch schon gefallen ist, lautet, Kinder sollen nicht lernen, was sie denken sollen, sondern wie sie denken sollen. Vielen Dank.